Ich denke, mein Tempo im Leben, die Tiefe, die ich habe, mein Zugang mit den Sachen, ukrainisch, russische, slawische Kultur hat immer etwas mit Graben, Ausgraben, in die Tiefe zu gehen, nie aufhören da, wo die Oberfläche ist. Die Oberfläche ist eher ein Anfang, um weiter hinten zu gucken. Obwohl ich in Tunesien aufgewachsen bin, eine mediterrane Kultur, die extrem viel mit Leichtigkeit zu tun, mit Oberfläche, genau das Gegenteil eigentlich. Ich bin dagegen jemand, der sehr in die Tiefe geht. Eigentlich nicht traurig, würde ich sagen, Melancholie und Nostalgie ist eine Eigenschaft, die sehr stark geprägt bei mir. Ich glaube, es gibt etwas Genetisches, was man erbt. Die sowjetische, russisches Imperium, die Ukraine, das ist alles ein Fleck in der Welt, der extrem viel Elend, Kriege, Verluste, es sind extrem traurige Geschichten. Also bis heutzutage, wenn wir sehen, was passiert in beiden Ländern besonders. Wenn man eine Arbeit sieht, die sieht auf den ersten Blick super schön und harmonisch und es gibt so irgendwie etwas, was anziehend künstlerisch ist, aber wenn man ein bisschen näher kommt, da ist man so, es ist eine extrem schwere so Kraft nach unten. Hat viel zu tun mit Trauer, Kriege, Verletzungen. Ich glaube, meine Arbeit ist sehr geprägt, auch nicht nur mit diesen ukrainischen Wurzeln, sondern diese Zerrissenseins. Weil wenn ich in Tunesien war, habe ich meine Familie und der ganze ukrainische, damals sowjetische Erleben, meine Kindheit dort vermisst. Und wenn ich da war, habe ich natürlich meine tunesische Wurzeln vermisst. Ich war immer irgendwo dazwischen. Direkt mit der Ukraine habe ich nicht so viele Arbeiten, weil ich habe auch nie da, war ich nie als Künstlerin tätig. Für mich war immer nach Kiew zu fahren für die Familie. Es war im Sommer Urlaub, es war irgendwie eher gedacht als Break. Jetzt, seit der Geburt meiner Kinder, es hat sich alles umgekehrt. Und diese Verwurzelung in meine slawische Kultur hat sich richtig stark, ist richtig stark rausgekommen. Als ob ich verstanden habe, dass meine Körpersprache ist eigentlich slawisch. Weil ich habe direkt mit meinem älteren Sohn angefangen, auf Russisch zu sprechen. Und ich habe mich richtig viele Fragen gestellt, als ich schwanger war, weil ich habe ja drei Muttersprachen. Französisch, Arabisch und Russisch. Und ich war auch nie in einer russischen Schule, also wirklich, mein Russisch ist eher zu Hause, natürlich ich lese und alles, aber es kommt eher von dieser familiären Umgebung. Und als er geboren war, es kam einfach alles alleine und die Märchen und die Lieder und alles, meine Kindheit einfach boom. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss nicht die Wahl treffen, mein Körper hat diese Wahl getroffen. Nachdem, es kam einfach die logische Bewegung nach Kiew eher. Obwohl die Kunstwelt will mich immer nach Tunesien, natürlich, da bin ich auch auf jeden Fall verwurzelt. Aber da ich meine Kinder nicht hier, weil ich wohne im Drittland, Deutschland, ich kann nicht gleichzeitig in Tunesien wieder diese Zerrissenheit und in Ukraine sein. Deswegen durch die Sprache haben wir uns mehr entschieden, in der Ukraine zu sein. Und dadurch habe ich angefangen, auch Leute von der Kunstwelt zu treffen. Ausstellungen kommen jetzt demnächst, einer nach der anderen. Jetzt, die Werke haben alle mit der Ukraine zu tun. Weil ich arbeite immer sehr ortsspezifisch. Die Werke, die ich produziere in Deutschland, haben zu tun mit der deutschen Vergangenheit, Gegenwart, Situation, urbanes Leben, etc., etc. Jetzt, da ich nach Kiew fahre, es ist viel emotionaler natürlich, weil es hat zu tun mit dem Verfahren, mit der Vergangenheit, mit diesem Verlust wiederfinden. Ukraine hat sich so extrem verändert und ich bin auch in diesen ganzen Veränderungen drin irgendwie und auch doch nicht, weil ich bin woanders aufgewachsen. Also es ist sehr, sehr intens. Geladen mit vielen Emotionen und ich bin selber sehr neugierig zu sehen, was daraus kommt. Auf jeden Fall was sehr authentisches und was mit meinem Inneren zu tun hat.